Unsere heutige Präsentation ist überschrieben: Die Sünde von Sodom und Gomorra. Die Städte Sodom und Gomorra tauchen in der Bibel im ersten Buch Mose zum ersten Mal auf, als Lot, der Neffe von Abraham, sich von diesem trennt und sich in diesen Städten ansiedelte. Es handelte sich nicht nur um Sodom und Gomorra, sondern zudem auch die Städte Adama und Seboim, laut 5. Mose 29, 22. Diese vier Städte lagen in einer fruchtbaren Gegend. Als Lot sie zum ersten Mal sieht, meint er, diese Geografie und Landschaft würde dem früheren Garten Eden entsprechen. Wir lesen in 1. Mose 13, 10 bis 11 in der neuen evangelischen Übersetzung. Lot schaute sich um und sah, dass es in der Jordanebene reichlich Wasser gab. Bevor Jahwe nämlich Sodom und Gomorra zerstörte, war diese Gegend bis nach Zoar hin, wie der Garten Jahwes und wie Ägypten. Deshalb entschied sich Lot für die Jordangegend und zog nach Osten. So trennten sich beide. Der Name Sodom findet sich 39 Mal in der hebräischen Bibel, ausschließlich in 1. Mose, 5. Mose und den Prophetenbüchern. Den Namen Gomorra erwähnen dieselben Schriften 19 Mal. Dabei wird Gomorra meist in Verbindung mit Sodom genannt, selten allein. Anscheinend wurde das negative Bild, das die Bibel von beiden Städten vermittelt, stärker mit Sodom als mit Gomorra konnotiert. Und das habe ich von dieser Webseite. Die Frage, die wir uns heute stellen, ist: Was war die Sünde von Sodom und Gomorra? Hier wiederum auf dieser selben Webseite heißt es: Während Sodom sowohl im Tanach als auch im Talmud, aber auch in den Evangelien nach Matthäus und Lukas vor allem ein Symbol für Fremdenfeindlichkeit und den Bruch der Gastfreundschaft ist, wird die Stadt in der späteren christlichen Tradition mit der Sünde der Wollust und schließlich mit dem Laster wieder die Natur, Sodomie, in Verbindung gebracht. Aus dem Gespräch zwischen Lot und den Sodomitern ist jedenfalls klar zu entnehmen, dass diese die Gäste Lots, die Männer, vergewaltigen wollten. Jahwe selbst sucht Abraham in Gestalt dreier Engel in Männergestalt auf, um ihm mitzuteilen, dass er vorhabe, die Städte Sodom und Gomorra zu zerstören, wenn das sündige Verhalten ihrer Bewohner tatsächlich so schlimm sei, wie ihm zu Ohren gekommen war, um zu sehen, ob das Klagegeschrei über Sodom der Wahrheit entspricht, schickt Gott zwei Engel zu Abrahams Neffen Lot, einem gottgefällig lebenden Mann. Lot nimmt die beiden Engel gastfreundlich bei sich auf, die von den Einwohnern Sodoms als fremde Männer angesehen werden. Die Einwohner fordern darauf hin, dass Lot ihnen seine Gäste übergebe, weil sie mit ihnen gewaltsam sexuell verkehren wollen. Lot bietet den Sodomitern zum Schutz seine Gäste und der heiligen Gastfreundschaft stattdessen vergeblich seine jungfräulichen Töchter an. Nachdem sich keine 10 Gerechten in der Stadt fanden und sie deshalb dem Untergang geweiht ist, wollen die Engel ihn und seine Familie vor dem Untergang retten und schicken sie aus der Stadt. Lot und seine Töchter können sich in Sicherheit bringen und werden im Folgenden von Gott beschützt. Sodom und Gomorra werden dagegen von Gott vernichtet, indem er Schwefel und Feuer auf sie herabregnen lässt.
als Lots Frau entgegen einem von den Engeln ausgesprochenen Verbot auf die Stadt zurücksieht, erstarrt sie zu einer Salzsäule. Und das habe ich von dieser Webseite entnommen. Dieses besondere Gericht wird in der gesamten Schrift als Beispiel der Bosheit erwähnt, was wir vermeiden sollten. In 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 6 heißt es, auch die Städte Sodom und Gomorra hat Gott in Schutt und Asche sinken lassen, um an ihrem Beispiel zu zeigen, wie es den Gottlosen künftiger Zeiten ergehen würde. In Matthäus, Matthäus, Kapitel 11, 23, 24 sagt Jeschua, und du, Kapernaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel erhoben werden? Nein, in die Hölle musst du hinunter. Wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die in dir geschehen sind, es würde heute noch stehen. Ich sage euch, es wird Sodom am Tag des Gerichts erträglicher ergehen als dir. Auch in Lukas 17, 28 bis 30 sagt er, und es wird so sein wie in Lots Zeit. Die Menschen aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten, bis zu dem Tage, an dem Lot Sodom verließ. Da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Genau so wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn für alle sichtbar werden wird. Weil dieses Ereignis von solch großer Wichtigkeit ist und in der Schrift oft als ein Beispiel genannt wird, wie Jahwe am Ende mit den gottlosen Menschen verfahren wird, wollen wir wissen, was zu diesem Zustand führte. In der Tat wird dieses Ereignis in 2. Petrus 2, Vers 6 als ein Beispiel der Boshaftigkeit angegeben, das wir versuchen sollen zu vermeiden. Deshalb sollten wir mit diesem Text und was der Rest der Schrift darüber berichtet, etwas mehr Zeit verbringen und darüber reden. Es gibt mehrere Ideen, die angeführt werden, was eigentlich die Sünde von Sodom und Gomorra war und warum Jahwe diese Städte so schwer bestrafte. Die Sünde war so schlimm und schwerwiegend, dass Jahwe persönlich kam, um sich zu informieren. Es heißt in 1. Mose 18, die Verse 20 bis 21, Jahwe sagte also, schwere Klagen sind über Sodom und Gomorra zu mir gedrungen. Ihre Sünde ist offenbar gewaltig groß. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob ihr Tun wirklich dem Schreien entspricht, das zu mir gedrungen ist. Ich will wissen, ob es so ist oder nicht. Wenn der Schöpfer etwas als eine schwere Sünde bezeichnet, dann sollte dies ernst genommen werden. Gibt es überhaupt für Jahwe Elohim große und kleine, schwere und leichte Sünden, manche, die schrecklich und manche, die nicht so schrecklich sind? Deshalb wollen wir uns die Frage stellen, sind alle Sünden vor unserem Schöpfer gleichgestellt? In Matthäus 5, 21 bis 28 vergleicht Jeschua Ehebruch mit der Lust im Herzen und Mord mit Hass im Herzen zu haben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass diese Sünden gleich sind. Was er den Pharisäern verständlich machen wollte, ist, dass es schon eine Sünde ist, wenn man nur darüber nachdenkt oder etwas machen will.
Die religiösen Leiter zur Zeit Jeschuas lehrten, dass es okay ist, über Dinge nachzudenken, solange du diese nicht ausführst. Das meint, dass Gott schon die Gedanken einer Person beurteilt und nicht nur die Handlungen. Denn nach Matthäus 12,34 kommen unsere Handlungen aus dem Herzen heraus. Es heißt dort, ihr Giftschlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr böse seid? Denn aus dem Mund kommt das, was das Herz erfüllt. Obwohl Jeschua sagte, dass Lust und Ehebruch beide Sünde sind, so bedeutet es nicht, dass die beiden gleich sind. Es ist doch viel schlimmer, jemanden tatsächlich umzubringen, als ihn nur zu hassen, obwohl beides in Jahwes Augen sündhaft ist. Es gibt verschiedene Grade von Sünde, also manche sind schlimmer als andere. Aber in Bezug auf die Ewigkeit führen alle Sünden in die Verdammnis. In Römer 6,23 steht doch: Der Tod ist der Sünde Sold. Jede Sünde, egal wie klein, verdient den Tod. Obwohl alle Sünden, wenn sie nicht bereut wurden, den ewigen Tod zur Folge haben, sind doch manche größer als andere. Jede Sünde hat in sich das Gift der Rebellion und ist gefüllt mit dem Knochenmark verräterischer Verwerfung des Schöpfers. Einige Sünden haben sich jedoch weiterentwickelt, indem sie solch eine Bosheit der Rebellion in sich tragen, dass sie durch ihren unverschämten Stolz den Allerhöchsten in jeder Hinsicht trotzen. Es ist bemerkenswert, dass im Alten Testament für jede Art von Sünde ein Opfer gebracht werden konnte, außer einer, was uns in 4. Mose 15,30 berichtet wird. Hier ist die neue evangelische Übersetzung: Wenn jemand aber mit Absicht handelt, der lästert Yahweh. Diese Person muss vom Volk beseitigt werden, sei es ein Einheimischer oder ein Fremder. Dann haben wir die Elberfelder Übersetzung, die sagt: Aber die Seele, welche mit erhobener Hand etwas tut. Die Schlachterbibel übersetzt es so: Wenn aber eine Seele aus Frevel etwas tut. Und dann habe ich noch die englische Übersetzung, DRB, da heißt es: Aber die Seele, die irgendetwas mit Stolz begeht. So, die Frage in Verbindung mit der heutigen Präsentation ist: Was war die Sünde von Sodom und Gomorra? Wir lasen gerade darüber die Schriftstelle in 1. Mose 18, 20 bis 21. Jahwe sagte also: Schwere Klagen sind über Sodom und Gomorra zu mir gedrungen. Ihre Sünde ist offenbar gewaltig groß. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob ihr Tun wirklich dem Schreien entspricht, das zu mir gedrungen ist. Ich will wissen, ob es so ist oder nicht. Die Sünde oder Sünden der Einwohner dieser beiden Städte und Umgebung waren in den Augen Jahwes so schwerwiegend, dass er selbst sich davon überzeugen wollte und kam persönlich nach Sodom und Gomorra, wie wir das bereits schon vorher erwähnt hatten. Manche Leute sagen, der Grund war ein Mangel an Gastfreundschaft. Andere wiederum sagen, es hatte etwas mit Homosexualität zu tun. Und noch andere meinen, dass es sich um Stolz und Gier handelte. Die häufigste Antwort auf die Frage, was war die Sünde von Sodom und Gomorra, ist, dass es sich hier um Homosexualität handelte. Daher stammt ja auch der Begriff Sodomie.
nämlich der Analverkehr zwischen zwei Männern, ob mit Konsens oder gezwungen. Es sollte keine Frage sein, dass aus biblischer Sicht Homosexualität ein Teil des Grundes war, warum die beiden Städte mit Schwefel vernichtet wurden. Die Männer von Sodom und Gomorra wollten homosexuelle Vergewaltigung mit den beiden Engeln treiben, die als Männer erschienen waren. Jedoch ist es biblisch falsch zu sagen, dass Homosexualität der exklusive Grund, der einzige Grund war, dass diese Städte vollkommen vernichtet wurden. Obwohl Menschen für die eine oder andere Sünde als Hauptgrund der Vernichtung von Sodom und Gomorra verweisen, kann man wohl biblische Beweise für beide Behauptungen finden. Wir lasen, dass Jeschua Sodom als ein Beispiel nennt, wie die Welt am Ende der Zeit bei seiner Rückkehr aussehen wird. Deshalb wollen wir die Schrift durchforschen, um zu sehen, ob wir irgendwelche Parallelen in unserer heutigen Gesellschaft finden, die in Sodom und Gomorra stattfanden. Wir wollen sehen, was die Schrift zu sagen hat. Nachdem Lot darauf bestand, dass die beiden Engel in seinem Haus bleiben, lesen wir Folgendes in 1. Mose, Bereschit, Kapitel 19, 4 bis 5 in der Elberfelder Übersetzung. Noch hatten sie sich nicht niedergelegt, da umringten die Männer der Stadt die Männer von Sodom, das Haus, vom Jüngling bis zum Greise, das ganze Volk insgesamt. Und sie riefen Lot und sprachen zu ihm: Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen. Oft behaupten Befürworter der Homosexualität, dass der Text in keiner Weise von Homosexualität oder homosexuellen Handlungen spricht, sondern dass es sich hier um eine falsche Übersetzung oder eine fehlerhafte Auslegung des hebräischen Textes handelt. Stimmt das? Das hebräische Wort, das als Beispiel in der jüdischen oder anderen Bibeln als Sex übersetzt wurde, ist Yada, was in der Regel erkennen bedeutet. In verschiedenen Zusammenhängen bezieht es sich auf sexuelle Beziehungen. Das erste Mal, wo dieses Wort verwendet wird, ist in 1. Mose 4,1, wo es heißt: Und der Mensch erkannte, ja da, erkennen, Eva, sein Weib, und sie ward schwanger und gebar Kain, Kain, und sie sprach: Ich habe einen Mann erworben mit Yahweh. Es ist deutlich zu sehen, dass dieses Wort in dem Text von sexueller Natur ist, denn man kann offensichtlich keine Kinder zeugen, wenn man nur jemand kennenlernt. Ebenso, wenn die Leute zu Sodom einfach die Engel, meint die Männer, kennenlernen wollten, wie die Fürsprecher für die Homosexualität uns sagen, dann hätten wir ein Problem mit 1. Mose 19, 7. Denn Lot antwortete ihnen: Ach, meine Brüder, rief er, tut doch nicht so etwas Böses. Es ist in diesem Zusammenhang deutlich zu ersehen, dass die Leute von Sodom die Männer sexuell belästigen wollten. Denn das war das Böse, worüber Lot sprach. Dennoch werden einige darauf bestehen, dass Sodom und Gomorra nicht für die Sünden der Homosexualität oder für sexuelle Perversion vernichtet wurden, sondern weil sie nicht gastfreundlich waren, so wie stolz und gierig. Jedoch außer die Texte, die ich von 1. Mose zitierte, haben wir den Text in Judas, den wir unbedingt lesen müssen, um herauszufinden, was sein Verständnis war. Judas, Jehuda, Kapitel 1, 7 bis 8, sagt: Vergesst auch nicht Sodom, Gomorra und ihre Nachbarstädte. Ihre Bewohner hatten sich in ähnlicher Weise wie jene Engel vergangen und hatten Geschlechtsverkehr mit Wesen anderer Art. Sie sind ein warnendes Beispiel und müssen die Strafe ewigen Feuers erleiden.
Genauso schänden diese Wirrköpfe auch ihren eigenen Körper. Sie ordnen sich keine Herrschaft unter und verspotten überirdische Mächte. Jetzt wollen wir diese Worte noch einmal in der Elberfelder Übersetzung von Judas 1, 7 bis 8 lesen. Da heißt es, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich gleicherweise wie jene der Hurerei ergaben und anderem Fleische nachgingen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie des ewigen Feuers Strafe leiden. Doch gleicherweise beflecken auch diese Träumer das Fleisch und verachten die Herrschaft und lästern Herrlichkeiten. Und hier haben wir noch eine andere Übersetzung, die Schlachterübersetzung von Judas 1, 7 bis 8. Dort heißt es, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis aufs Äußerste trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als Beispiel vor uns liegen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers erleiden. Trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern die Majestäten. Zugegeben, es besteht ein großer Unterschied zwischen den Einwohnern von Sodom und zwischen Abraham und Lot, denn Abraham und Lot scheuten keine Mühe, um gastfreundlich zu sein, denn das war eine ernste Angelegenheit für das Volk Gottes und es war wichtig für Jahwe. Obwohl die sexuelle Perversion in Sodom und Gomorra wahrscheinlich der Höhepunkt ihrer Sünde war, gab es jedoch viele andere Sünden, die ihren moralischen und geistlichen Verfall darstellen, wie der Mangel an Gastfreundschaft, dass sie den Armen nicht halfen, sowie Gier, Stolz und so weiter. Obwohl sie ihr Urteil wahrscheinlich für eine ganze Reihe anderer schrecklichen Sünden erhielten, wir uns aber strikt an die Aussagen der Schrift in 1. Mose und Judas halten, dann müssen wir zugeben, dass eine der bestimmenden Sünden von Sodom und Gomorra die sexuelle Perversion und die Homosexualität im Vordergrund stehen. Es ist kein Wunder, dass Jeschua uns sagt, dass vor seiner Wiederkunft, um die Erde zu richten, die Zeiten wie zur Zeit von Sodom und Gomorra sein werden. Die Boshaftigkeit und die Sittenlosigkeit der Menschen ist heute dieselbe und wahrscheinlich noch schlimmer wie in Sodom und Gomorra. Und sie eskaliert täglich. Politisch, moralisch und auch religiös befindet sich die ganze Welt, die mit atemberaubendem Tempo ihrem Ende zugeht, in den Händen satanischer Mächte. Hier habe ich einen Artikel gefunden im Internet und ich möchte euch nur einen Teil daraus vorlesen. Und zwar ist sie überschrieben Sodom und Gomorra heute im Vorfeld der Apokalypse. Es wurde geschrieben von einem Kurt Quadflieg. Hier ist, was er schreibt. Mit ungeheurer Wucht überrollt eine gewaltige Lawine der Gesetzlosigkeit und Sittenlosigkeit unser Land und reißt das Volk immer mehr in den Abgrund des Verderbens. Zuerst wurde die Gotteslästerung freigegeben, später bildhafte Darstellung von Unzucht, alsbald Abtreibung als Mord im Mutterleib. Ihm folgten perverse Geschlechtlichkeit wie Homosexualität und Lesbianismus. Und sexueller Umgang mit Tieren und Verwandten ruft schon nach Legalität. Diese Reihe ist zwangsläufig. Wenn es soweit ist, hat die Welt den gleichen Zustand erreicht wie die Menschheit vor der Sintflut und die Städte Sodom und Gomorra vor ihrem Untergang. Es gibt nur noch eine Steigerung nach unten in offener Anbetung Satans und des Antichristen.
Es ist für den Durchschnittsbürger in unserem Land, und ich spreche hier von Deutschland, ein kaum zu ertragender Schock, wenn in den Massenmedien, wie zum Beispiel im Fernsehen, immer offensichtlicher, in zunehmendem Maß lesbische und homosexuelle Lebensweisen als völlig normal und gesellschaftsfähig dargestellt werden. Und zwar mit einer verblüffenden Selbstverständlichkeit, die gleichzeitig ein Höchstmaß an abscheulichen und widerwärtigen Details, körperliche Perversion, schamlos und ungeniert demonstriert. Es heißt in diesem Artikel weiter: Vor nunmehr über 20 Jahren wurden unter dem damaligen Bundesjustizminister Gustav Heinemann von der SPD die Schleusen zur Entrümpelung des Sexualstrafrechts geöffnet. Er meinte, man könne einer modernen Gesellschaft keine christlichen Lebensnormen mehr zumuten. Und dann verloren nach und nach noch viele weitere christliche Normen ihre Bedeutung. Es war einer der ranghöchsten katholischen Theologen, Josef Kardinal Ratzinger, der den Satz prägte: Ein Staat, der von Gott nichts mehr wissen will und nur auf Mehrheitsmeinungen aufbaut, sinkt zur Räuberbande ab. Man spürt es heute überall, wie der Hauch der Hölle bereits über diese Erde streift, wie die dämonische Welt sich zum Endspurt rüstet. Wir stehen im Krieg. Alle Lebensgebiete des Menschen sind einbezogen. Die Erde ist das gewaltige Operationsgebiet dieses Endkampfes zwischen Satan einerseits und dem Nazarener und den Heiligen andererseits. Es gibt kaum noch Tabus in jüngster Zeit. Immer nachhaltiger wird die Frage aufgeworfen, ob die Nennung Gottes im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland überhaupt noch berechtigt sei. Man müsse ernstlich darüber nachdenken. In der Präambel des deutschen Grundgesetzes von 1949 heißt es unter anderem, dass sich das deutsche Volk dieses Gesetz im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott gegeben hat. Angesichts der auffallend zunehmenden Gottabwendung der verantwortlichen Politiker muss man sich heute ernstlich fragen, wie würde wohl heute die Präambel des Grundgesetzes einleitend formuliert werden? Vor über 4 Jahrzehnten haben sich die Deutschen noch auf ihren christlichen Ursprung besonnen und die Verfassung mit der Verantwortung vor Gott beginnen lassen. Aber inwieweit betrachten sich Politiker und Staatsdiener in Deutschland heute noch daran gebunden? Es geht in diesem Artikel noch weiter. Der ehemalige Generalsekretär der FDP, Günther Verheugen, schreibt: Für mich ist ganz klar, dass es in der Verfassung keine Berufung auf Gott geben darf. Derselben Meinung sind auch die Grünen, die außer der Streichung des Gottesbezuges aus dem Grundgesetz auch den Paragraphen 166 abschaffen wollen. Nach dieser Gesetzesvorschrift macht sich strafbar, wer das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis anderer in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Man sagt heute, der Paragraph 166 beschneide die Meinungs- und Kunstfreiheit. Er gehöre längst in die Mottenkiste. Es ist offensichtlich die Absicht dieser Leute, christlich-abendländische Werte systematisch zu zersetzen. Unsere Zeit ist geprägt von einer Fülle widergöttlicher Ereignisse. Wir befinden uns bereits mitten im großen Abfall von Gott. Betroffen sind von diesem Werteverfall längst auch eine Reihe kirchlicher Institutionen. Das Heidentum ist in Deutschland bis weit in die Kirchen vorgedrungen. Landessynoden
votieren für Abtreibung, Bischöfin toleriert Homosexualität, Horoskopkurse in Württemberg, Verbrüderung mit dem Islam, Tiergottesdienste, Verteilung von Präservativen auf Kirchentagen, Yogaabende als Passionsandachten. Homosexuellen Gottesdienst im Ulmer Münster. Innerhalb der EKD soll es 300 homosexuelle Geistliche geben. Lesbische Frauen leiten EKD-Bildungsstätte. So, man könnte die Reihe dieser Skandale innerhalb der evangelischen Kirche noch beliebig fortsetzen. An Schlagzeilen der vorgenannten Art fehlt es nicht. Die Kirche hat sich dem gesellschaftlichen Zeitgeist in erschreckender Weise angepasst. In vollem Gange sind heute alle möglichen Formen wilder Lustbarkeit und pervertierte Unterhaltungsspiele. Man kann heute kaum noch eine Tageszeitung aufschlagen, ohne zahllosen Kontaktanzeigen von männlichen und weiblichen Prostituierten zu begegnen. Die Einnahmen aller deutschen Verlage bei dem Geschäft mit der käuflichen Liebe belaufen sich auf ca. 1 Milliarde pro Jahr. Unsere Gesetzeshüter drücken aber beide Augen zu, wenn Sexclubs, Fotomodelle und Prostituierte, also professionelle Huren, unter Angaben ihrer Telefonnummer ihre Dienste anbieten. Ein Aufschrei der Entrüstung geht durch unser Land, schreibt der Vorsitzende der Europäischen Ärzteaktion, Dr. Siegfried Ernst, angesichts der Entwicklung zur totalen Enthemmung und radikalen Schamlosigkeit. Es fehlt nur noch die Forderung, wollt ihr den totalen Sex? Wobei man ein Volk mit der totalen sexuellen Enthemmung genauso zerstören kann wie mit einem totalen Krieg. Die völlige Unfähigkeit etwa, den logischen Zusammenhang der Massenpornografie mit ihrem letzten Schrei, der Kinderpornografie und der Vergewaltigung und Ermordung von Kindern zu begreifen, zeigt eine große Abstumpfung. Deshalb verwundert es nicht, wenn auch Politiker sich weigern, wenigstens die alten Strafgesetze gegen Pornografie und Blasphemie wiederherzustellen, um diese Zerstörung der Menschenwürde etwas zu bremsen. Sodom und Gomorra werden durch diesen Zustand unserer Gesellschaft in den Schatten gestellt. Und das kann man unter dieser Webseite lesen. Hier sind nochmals die Worte Jeschuas in Lukas 17, die Verse 28 und 30. Gleicherweise auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Desgleichen wird es an dem Tage sein, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Das bedeutet also, dass der heutigen Gesellschaft das gleiche Schicksal droht wie Sodom und Gomorra, die durch Feuer und Schwefel vernichtet wurden. Obwohl die Sünden sexueller Perversion und Homosexualität schwerwiegend sind und sogar in den Augen des Schöpfers als Gräuel betrachtet werden, wie es in 3. Mose 18,22 heißt, glaube ich jedoch, dass diese Übertretungen damals wie heute nur die Spitze des Eisberges darstellen und eigentlich Symptome oder Zeichen einer zugrunde liegenden geistlichen und moralischen Krankheit der gesamten Gesellschaft sind. Das Gleiche gilt für eine körperliche Krankheit. Diese entwickelt sich unbemerkt über Jahre hinweg, bevor sie ausbricht. Meistens versuchen wir, die Symptome einer Krankheit zu behandeln.
anstatt die Ursache herauszufinden, um diese dann zu entfernen. Wenn wir als Gläubige auch nicht der Grund der Probleme sind, sollten wir dennoch demütig die Tatsache akzeptieren, dass wir oft in einem gewissen Grad, wenigstens teilweise, für die perversen Handlungen, die um uns herum geschehen, verantwortlich sind. Oft konzentrieren wir uns darauf, gegen sexuelle Sünden wie Homosexualität zu protestieren. Und wir sollten natürlich gegen solch abscheuliche Praktiken protestieren und diese widerstehen. Aber oft vergessen wir, uns auf unsere eigenen Sünden zu konzentrieren. Wir müssen uns selbst die Frage stellen, widerstehen und protestieren wir ebenso gegen unsere eigenen Sünden und die Übertretungen der Tora? Wir müssen uns das Gesamtbild ansehen. Wie kam Homosexualität zustande? Obwohl es oft behauptet wird, dass diese Praktik genetisch bedingt ist, gibt es keinen wirklich wissenschaftlichen Beweis, dass diese Aussage stimmt. Die Tatsache ist, und das mag manch einem schockieren, dass wir alle einen genetischen Defekt haben, der uns mitgegeben wurde. Wir erbten diese unerwünschten sündhaften Neigungen von unseren ursprünglichen Eltern, und zwar von Adam und Eva. Ihre sündhafte Natur wurde ihren Nachkommen weitergegeben, und das Ergebnis ist die heutige gefallene Menschheit. Obwohl manche von uns sich für etwas Besonderes halten, besteht doch die traurige Wahrheit darin, dass wir nicht mehr die vollkommene Schöpfung darstellen, die Yahweh ursprünglich schuf. Die Schrift bestätigt das in 1. Mose 6,12, denn es heißt dort, und Gott sah die Erde, und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Das hier gebrauchte hebräische Stammwort für verdorben ist Schachat und kann sich auf etwas beziehen, was verfault, ruiniert, beschädigt oder entstellt ist. Genau wie es mit Adam und Eva passierte, ist es unsere eigene Sünde, die die Welt und die Menschen um uns herum verdirbt. Wir können nicht damit zufrieden sein, uns einfach zurücklehnen und die Sünde, die wir in der Welt sehen, verurteilen. Wenn wir das machen, dann wird der Zyklus nie gebrochen. Aufgrund unserer eigenen ungelösten Sünden müssen wir einen Teil der Verantwortung für die Korruption in der Welt übernehmen. Unsere Sünden übertragen sich irgendwie auf andere Menschen in der Welt, die um uns herum sind, was wir oft nicht verstehen können. Das meint, dass wir zur Korruption der Schöpfung Jahwes beitragen. Deshalb müssen wir uns die Frage stellen, wollen wir, dass andere Menschen in Gerechtigkeit leben? Wollen wir, dass sie aufhören zu lügen, zu betrügen, homosexuelle Handlungen oder andere Sünden begehen? Dann müssen wir uns zuerst mit ganzem Herzen, von ganzer Seele und aller Kraft auf unser eigenes Verhalten konzentrieren. Das ist wahrscheinlich ein Grund, dass Yeshua, unser Meister, uns ermahnt, zuerst den Balken aus unseren eigenen Augen zu entfernen, bevor wir versuchen, den Splitter aus den Augen anderer zu entfernen. Während wir uns gegen die Menschen empören, die wir heute als Sodom und Gomorra betrachten, sollten wir uns selbst fragen, ob vielleicht Sodom und Gomorra in unseren eigenen Herzen und Gedanken lebt. Denn nach den Worten unseres Heilandes in Matthäus 15, 19 beginnt alles Böse zuerst im Herzen. Er sagt, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen.
obwohl manche keine Homosexualität und andere sexuelle Perversionen praktizieren, könnten sie jedoch solche Gräuels in ihrem Herzen pflegen, ohne dass es jemand weiß oder merkt. Das sind geheime Sünden. Wie steht es mit verborgenen geheimen Sünden, die nur wir kennen? Von außen mögen wir fromm erscheinen, unser Betragen möge aufrichtig, liebenswürdig, freigebig und gläubig aussehen. Aber trotzdem kann man in Sünden leben, ohne dass ein Mensch es sieht oder entdeckt. Man ist ein Tor, wenn man denkt, eine geheime Sünde verbergen zu können. Solche Sünden sind für das Auge Jahwe kein Geheimnis, denn alle Dinge liegen vor ihm offen da. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sieht auf uns herab. Eigentlich sollte der Gedanke, du Jahwe siehst mich, ausreichen, um uns von jeglichen geheimen Sünden zurückzuhalten. Wenn du ein unreines Leben führst, aber bei den Menschen einen guten und ehrenwerten Namen hast, sind deine Untugenden doch alle bekannt. Sie sind in das Buch Jabes eingeschrieben. Was ich sagen möchte, ist, dass geheime Sünden, die niemand sieht, in den Augen Jabes genauso ein Greuel sind wie offene Sünden. Deshalb nehmt Sprüche 4, 23 zu Herzen. Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Niemand möchte von einem Blinden durch ein gefährliches Gelände geführt werden, besonders wenn er die Gegend gar nicht kennt. Wir sollten auch nicht denken, dass wir in Fragen der Heilsbotschaft selber nicht blind sind, denn in Johannes 9,41 antwortete Jeschua den Schriftgelehrten: Wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Nun ihr aber sprecht, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Wir müssen ständig auf der Hut sein und uns selbst durch Gebet und das Studium der Schrift, hauptsächlich der Tora, prüfen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Wie ich es bereits erwähnte, berichtet die Tora uns, dass die gesamte Menschheit, die ganze Menschheit, vor der Sintflut verdorben war. Das meint, wir haben alle etwas von dieser Rebellion in uns und die Veranlagung zur Sünde. Das ist zwar richtig, doch ist es keine Entschuldigung, in irgendeiner Art und Weise uns mit Sünden zu besudeln. Jahwes Wunsch ist die Wiederherstellung der Schöpfung. Zweiter Korinther 5, 16 bis 17 sagt, deshalb beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben. Auch wenn wir Messias früher so angesehen haben, so tun wir das jetzt nicht mehr. Wenn daher jemand im Messias ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Etwas Neues ist entstanden. Durch die Wiedergeburt ist man eine neue Schöpfung geworden. Aus der fleischlichen Natur wurde eine geistliche Natur. Deshalb sagt uns die Schrift in 1. Korinther 6, 9 bis 11: Wisst ihr denn nicht, dass ungerechte Menschen keinen Platz im Reich Gottes haben werden? Täuscht euch nicht. Menschen, die in sexueller Unmoral leben, Götzen anbeten oder die Ehe brechen, Lustknaben und Knabenschänder, Diebe oder Habsüchtige, Trinker, Lästerer oder Räuber wird keinen Platz im Reich Gottes haben. Und das sind manche von euch gewesen. Aber durch den Namen des Herrn, Jesus Christus, Jeschua HaMashiach, und durch den Geist unseres Gottes
Seid ihr reingewaschen, seid ihr geheiligt, seid ihr gerecht gesprochen worden. Wir können den Menschen der Welt sagen, dass sie falsch und sündhaft sind und sie zur Umkehr aufrufen, aber das hilft ihnen nicht unbedingt, wenn ihnen das Evangelium der frohen Botschaft nicht effektiv zugänglich gemacht wird. Die Botschaft muss ihnen von Menschen verkündigt werden, die in ihrem eigenen Leben eine wahre Umkehr durch die Kraft Jahwes erfahren haben und es in ihrem täglichen Leben kundtun. Abraham und Lot boten den Fremden, die zu ihnen kamen, herzliche Gastfreundschaft an. Obwohl sie irgendwie wussten, dass es Engel waren, ist es doch Tatsache, dass sie es sich zur Gewohnheit machten, Gastfreundschaft zu üben. Und auch an die, die nicht unbedingt den Gott Abrahams dienten. Auf diese Weise waren sie oft in der Lage, die Menschen auf den wahren Gott aufmerksam zu machen und ihnen seine Liebe und Fürsorge kundzutun. Im Talmud wird erzählt, wie Abraham den Reisenden den wahren Gott bekannt gab. Nachdem sie gegessen und getrunken hatten und sie aufstanden, um Abraham zu danken, sagte er zu ihnen: War das, was ihr gegessen habt, von mir? Fragezeichen. Sicherlich kam alles von Jahwe, den Gott des Himmels und der Erde. Was ihr gegessen und getrunken habt, kam von Jahwe. Deshalb geht aller Lob, Dank und Anbetung an den, der die Welt schuf. Aber wo und wer ist dieser Jahwe? Ist die Frage der erstaunten Besucher. Seine Herrlichkeit erfüllt den Himmel und die Erde, war die Antwort. Auf diese Weise lernten die Menschen den Gott Abrahams kennen. Eine der besten Möglichkeiten, die Welt zu verändern, ist durch unsere Liebe und Fürsorge für die Menschen der Welt. Das ist eine große Aufgabe, aber genauso wie Abraham und Lot sollten wir danach streben, ihre Gewohnheit der Gastfreundschaft so gut wie möglich nachzuahmen. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass Jahwe selbst sich entschied, laut 1. Johannes 4,19 auf diese Weise die Welt zu ändern. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Seine proaktive Liebe war der Auslöser unserer Umkehr. Und obwohl die Sünden von Sodom und Gomorra zu verurteilen sind, sagt es in Jeremia, Kapitel 23, 14 in der Schlachterübersetzung, dass es noch etwas Schlimmeres gibt. Denn es heißt hier: Aber bei den Propheten zu Jerusalem habe ich Schauderhaftes wahrgenommen, nämlich Ehebruch und betrügerischen Lebenswandel. Sie stärken die Hände der Bösen, so dass niemand mehr von seiner Bosheit umkehrt. Sie sind mir alle wie Sodomiter geworden und ihre Einwohner wie die von Gomorra. Und das geschieht durch unseren Stolz und durch den Überfluss der Güter dieser Welt, die uns verderben. Hesekiel 16, 48 bis 49 sagt: So wahr ich lebe, spricht Jahwe, der Herr, deine Schwester Sodom und ihre Töchter haben es nicht so schlimm getrieben wie du und deine Töchter. Deine Schwester Sodom war eingebildet. Sie lebte mit ihren Töchtern in sorgloser Ruhe und im Überfluss. Arm und Elende kümmerten sie nicht. In dieser Richtung gibt es im Judentum ein Gleichnis. Und die Quelle ist von jüdische Gleichnisse, a Maschall für jeden Anlass, auf den Seiten 211 und 212. Es heißt dort: Ein reicher Mann war für seine Gastfreundschaft berühmt. Es gab keinen einzigen Bettler, Reisenden, noch einen Gast jeglicher Art,
denen er nicht Übernachtungsmöglichkeiten sowie eine herzhafte Mahlzeit anbot. Darüber hinaus bediente dieser reiche Mann persönlich jeden Gast, der in seinem Haus übernachtete. Eines Tages erschien in der Wohnung des reichen Mannes ein Reisender, und nachdem er seinen Rucksack absetzte, setzte er sich an den Tisch des wohlhabenden Mannes. »Was darf ich Ihnen anbieten?« fragte der reiche Mann. »Wir haben heute zur Ehre unserer Gäste viele Delikatessen vorbereitet.« »Ich habe keinen Hunger und keinen Appetit«, erwiderte der Gast. »Haben Sie Whisky im Haus? Ich werde ein oder zwei Gläser davon trinken. Das regt vielleicht meinen Appetit an.« »Warum sollte ich so etwas tun?« fragte der reiche Mann. »Die ganze Absicht meiner Gastfreundschaft besteht darin, die Hungrigen zu sättigen und nicht die Gesättigten hungrig zu machen. Wenn ein Hungriger zu mir kommt, werde ich unverzüglich seinen Wunsch erfüllen und ihm die feinsten Delikatessen geben. Aber warum sollte ich mich bemühen, einen satten Menschen hungrig zu machen?« Es gibt Zeiten, wo unser himmlischer Vater jemand für seine guten Taten schon in diesem Leben belohnt und ihm Reichtum gewährt. Solch ein Mann muss ihm für seine Gabe danken und mit dem, was er hat, zufrieden sein. Es wäre schrecklich, wenn sein Reichtum ihn dazu führe, noch mehr Geld, Reichtum und Besitztum zu begehren. Der Grund der Belohnung ist es, den Hungrigen zu befriedigen und nicht den Befriedigten hungrig zu machen. Wenn wir uns mit den Gütern dieser Welt füllen und dann nach Möglichkeiten suchen, um noch mehr zu gewinnen, damit wir unsere fleischlichen Lüste befriedigen können, aber diese nicht zu Jahwes Ehre und für andere gebrauchen, dann betrügen wir uns selbst und können in zahlreiche Versuchungen und Sünden fallen. Wenn wir das nicht weitergeben, was wir von Jahwe empfangen, dann besteht die Gefahr, dass wir irgendwann das Gefühl haben, ihn nicht mehr zu brauchen, weil wir uns auf die Güter dieser Welt verlassen. Wir vertrauen dann mehr und mehr auf den Dingen und Reichtum dieser Welt und weniger auf Gott, der uns das Leben und den Reichtum gibt. Wir versinken dann mehr und mehr in eine geistliche Armut und Blindheit. Wenn das geschieht, betrachten wir Jahwes Wege als lästig, unbequem und unnötig und trennen uns von ihm. Das ist die andere Seite der Sünden von Sodom und Gomorra. Wir sollten darauf achten, dass wir nicht in diese Grube der Habgier und Stolz fallen. Abschließend sagte Jeschua Folgendes in Offenbarung 3, 14 bis 19. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, lässt der Gemeinde Folgendes sagen. Ich kenne dein Tun und weiß, dass du weder heiß noch kalt bist. Wenn du doch das eine oder andere wärst. Doch du bist lau, weder heiß noch kalt. Darum werde ich dich aus meinem Munde ausspucken. Du sagst, ich bin reich und wohlversorgt. Mir fehlt nichts. Aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist. Arm, nackt und blind. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen. Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast, und man die Schande deiner Nacktheit nicht sieht, und Salbe für deine Augen, damit du sie einsalben und dann wieder sehen kannst. Alle, die ich gern habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Mach darum ernst und ändere deine Einstellung.
Bis heute bleibt die Gegend, wo Sodom und Gomorra einmal stand, eine trostlose Einöde. Sodom und Gomorra dient als ein überzeugendes Beispiel dafür, wie Jahwe, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, über Sünde im Allgemeinen und speziell über sexuelle Perversionen denkt. Wir lesen in der Tora, im Psalm 103, Vers 8, Jahwe ist barmherzig und mit Liebe erfüllt, voll unendlicher Güte und großer Geduld. Er klagt uns nicht in einem fort an, die Vorwürfe trägt er uns nicht ewig nach, er straft uns nicht, wie wir es verdienten, und unsere Untaten zahlt er nicht heim. Denn so hoch der Himmel über der Erde steht, so groß ist die Gnade für den, der Gott Jahwe ehrt. Und dann die Worte der Hoffnung in Joel 2, 12 bis 13, wo er sagt, Kehrt mit ganzem Herzen zu mir um, mit Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Ja, kehrt um zu Jahwe, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, voller Güte und Geduld. Mögen wir alle diese Worte in Jesaja 55, 6 bis 7 zu Herzen nehmen, uns vor Jahwe demütigen. Sucht Jahwe, solange er sich finden lässt. Ruft ihn an, solange er euch nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg, der Schurke seine schlimmen Gedanken. Er kehre um zu Jahwe, damit er sich seiner erbarmt, zu unserem Gott, denn er ist im Verzeihen groß. Jahwe segne dich und behüte dich. Jahwe lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Jahwe erhebe sein Angesicht zu dir hin und gewähre dir Shalom.